Wer willst nicht mal den Part starten? Wir haben den Part gestartet. Und warum begrüßen wir nicht? Weiß ich nicht. Hey, willkommen. Ich bin Metal Mario Master. Und ich bin Daniro LP. Hey. Ja, Daniro hat den Start verkackt. Willkommen zurück zu Raft. Ich wollte noch ein bisschen einsammeln hier, bevor wir weggehen. Bisschen einsammeln hier, die ganzen Sachen, die hier rumschwimmen, die ganzen Fässer und so. Ja, glaub, die ganzen Fässer hier. Warum kriegen wir jetzt hier gerade so viel fucking Loot? Und ich meine, okay, ich habe nichts dagegen. Loot ist Loot und Loot ist gut, ja. Ja, der Loot ist gut. Gut, besser hätte ich es nicht sagen können. Ja. Nein, du Fass! Das ist ja nicht zu fassen hier. Ich wollte eine Angel. Ich kann meine herstellen. So, soll ich mir eine bessere Bolzen machen, oder? Ja, du brauchst einen Bolzen. Okay. Das ist mir dann zu teuer. Das ist mir so teuer. So, wow. So. Dann gehe ich mal ein bisschen angeln. Mach ich die ganze Zeit am Punkt. Ich glaube, da kommt eine Kiste. Ich glaube, da eine Kiste. Ich finde, das sieht gut aus hier mit diesem Ernteplatz da und die drei Vogelstorchen sind genau darum voll am Bewachen wie so Bodyguards. Ja, das sind unsere Bodyguards. Bewacht unser Essen, Leute. Mit eurem Leben. So Gott. Oh Gott, ich brauche zu. Oh Gott, ich bin am Verhungern. Ist meine Kartoffel fertig? Gib mir die Kartoffel. Ich habe drei Dekorationspakete. Mal sehen, was ich kriege. Ich kriege ein Bett. Geil. Was noch? Metalllaterne. Ah, okay. Und eine alte Vera. Ladida. Matterhocken. Ist er denn da? Da vorne. Unter Wasser. Ich meine natürlich unter Wasser. Yeah. Es ist auch weg. Damn. So viele Tiere gibt es hier unter Wasser. Ja. So, und die Anas sind fertig. Autsch. Was ist passiert? So ein Dongle. Ich hab mein Knie an meinem Tisch gestoßen. Ja, ich hab mir das Knie gestoßen. Was machst du denn? Ich weiß es noch nicht. Ich baue jetzt erstmal eine Angel, ey. Ja. Ich baue mir sogar noch eine zweite Angel. Na, ja. Immer Kunststoff. Verdammt, Planken. Ich meine, Planken baue ich aber trotzdem. Oh, Planken habe ich mittlerweile so viele. Plankton, der klaut meine Beute. Der Mantarauchen ist immer noch hier unter uns. Aber den schnapp ich mir. Komm her, du Stück. Essen. Komm her, du Stück. Komm her. Geh nicht so weit weg, Mann. Aua. Verdammt, der ist so weit weg. Wo ist unser Fluss? Oh Gott. Oh Gott, wie er von unten aussieht, ne? Warm. Ah. Verdammt. Hua! Der ist so weit weg. Der ist so weit weggeschwommen. Ich hab den nicht gekriegt, ey. Ich bin voll ins Meer verfolgt, ey. Oh Gott, das aber trinken und mehr trinken. Na, ich versuche mal unser Floß hier so ein bisschen hier so viereckig zu machen, ne? Damit hier an allen Stellen gleich lang ist oder so. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Lager, weil ich habe nämlich tatsächlich ein volles Inventar. Ah, und noch ein Dekorationspaket. Was ist denn drin? Ein Kaktus. Kaktus! Gib mir all dein Geld! Okay, aber bitte nicht schießen! Oh, eine Riesenmuschel. Ich benutze die ganze Zeit meine Planken hier, um unser Fluss zu erweitern. Oh, her damit. Warte mal, ich tue mal Einladung Planken mal mit in die Kiste rein. Nägel auch. Auch Metallerz kann auch da rein. Ich habe noch rohe Kartoffeln. Ich tue auch noch eine Angelrute da rein.
damit. Ja, damit. Hab ich doch gesammelt? Ja. Oh, diese Netze sind voll gut, ey. Oh, wir sind so gut ausgerüstet im Moment. Ja. Ich laufe ja eigentlich immer von einem Netz zum anderen und krieg die ganze Zeit irgendwie gratis Zeugs. Da ja, eine, ne? Da ist eine riesige Insel auf dem Weg. Oh, ho, 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 ho. Da hinten. Ja, ja, ich sehe sie da hinten. Da gehen wir als nächstes hin. Da gibt's das halt wird auch das Ziel für diesen Part sein. Oh, ja. Ich weiß nur, dass es irgendwie noch größere Tiere gibt, gegen die wir uns zur Wehr setzen müssen. Genau. Ich weiß nur nicht mal was. Man kann denn schon da auf so einer Insel irgendwie leben? Ich weiß nicht. Gorillas vielleicht? Gorillas? Das große Kätzchen vielleicht? Okay. Warum habe ich schon wieder Hunger? Warum habe ich zwei Dekorationspakete? Und warum ist mein Haken kaputt? Und warum habe ich einen Tisch bekommen? Und wer zur Hölle ist eigentlich Paul? Und ich habe einen Abfalleimer bekommen. Und was zur Hölle ist denn bitte mit Carsten los? Kann man eine Kartoffel nicht eigentlich auch einpflanzen? Nochmal, ja. Übrigens, wir sind da. Oh, wir sind da. Warte. Ja, ich brauche ein Dings, einen Anker. Ja. Und ich brauche unbedingt eine Axt. Ich habe keine Axt mehr. Ja, deswegen. Oh Gott, wir sind immer Dinger. Ja, bei der Axt. Ich muss jetzt mal einen Anker hier empfangen, damit wir ja bleiben. Wir sind ja nochmal. Ich finde ja. Mach mal Anker, ich gehe schon mal runter. Wenn ich den finde hier. Oh, ich sehe eine Riesenmuschel. Ah! Oh mein Gott! ja, mein Gott. Und rein da. Ah. Ich komme gleich nach, ich muss erst mal essen. Okay, wir sollten nicht ins Wasser gehen. Ja, wenn wir da oben hin, ne? Ich habe noch eine halb angeschlagene Axt. Ich habe mir gerade eine ganz frische Steinaxt gemacht. Ja, wir waren noch im Lager, deswegen habe ich die einfach mitgenommen. So, ich würde gerne noch irgendwas essen, wenn ich voll bin. Aber irgendwie habe ich gerade nichts. Ich werde schon ein paar Ananas geben oder so. So, rein da. Looten. Mein Inventar ist schon wieder voll. Boah. Okay, ich tue erstmal mein Inventar hier leeren. Immer ist irgendwas. Ich kriege hier nur Kokosnüsse, ich kriege nie Ananas. Ich habe eine headbangende Dings hier weggepackt. Headbangende Möwe? Ja. So. So, alles wegpacken. Ja, ich krieg hier nur Kokosnuss, ich krieg keine Ananas. Unsere ganzen Lager sind voll, mein Gott. Warum sind unsere ganzen Lager voll? Warum habe ich so viel Kunststoff? So, jetzt bin ich fast voll leer. Kunststoff, da brauche ich die ganze Zeit zum Ausbauen. Ja, wir sollten uns wirklich mal wirklich so ein riesiges Plus machen. Nein, nicht das Ding. Oh, der Hai ist tot. Was? Ich hab den Hai yes! Was unter Wasser? Ich hab einen Haikopf gewonnen. Yeah! Das ist genau das Ding, wo unser Anker ist, ey. Wenn er den kaputt gemacht hätte, ne? Ich glaube, dann wäre unser Floß weg gewesen. Ja, ja. Damn. Das Ganze unter Wasser. Ich hab einen Stein. Mal irgendwie reinpacken? Ein Stein. Was zum... Was ist? Weiß nicht. Sag du es mir. Wenn du mich das nächste Mal siehst. Ich muss auftauchen und ich ertrinke. Ich glaube, wir sollten schlafen gehen. Hey, yo. Damn! Damn! Was hast du gemacht, ey? Ich hab den Heilkopf aufgesetzt. Das ist ein Ausrüstungsgegenstand. Sehr geil. Yes, wir sind die Hai-Brüder.
Können wir uns da vor dem Haitan oder was? Hm, I don't know. So. Aber ich glaube, wir sollten erstmal was essen. Ja, ja. Ich habe nämlich Hunger, ey. Krieg ich was von dem Haifleisch? Ja, nimm dir eins. Thanks. Wenn das mal fertig sein würde. Ja, Mann, es muss mal fertig sein. Wir müssen fertig werden. Ja. Mein Gott. Ich krieg nämlich wirklich auch so langsam, aber sicher eben auch im Real Life krieg ich Hunger. Mein Gott, wie lange dauert denn das? Was? Mann, ey, das dauert wirklich voll lange. Ich hab geschlafen. Dann auch wieder fertig sein, nehme ich an. Nein, nein, ich werde noch warten. Warten, bis es fertig ist. Sehe ich so aus der Perspektive so. Oh, ein Fleisch ist fertig. Boah. So, relativ okay, viel. Schlafen gehen. So. Ja. Jetzt ist gerade das Essen, was ich gerade vor dem Hai hatte, dann ist es einfach weg. So, dann bringen wir ein neues rein. Oh mein Gott, ey. Ich brauche schon wieder alles Mögliche. Es ist gerade so ungewohnt, mit diesem Haikopf aufzulaufen. Ja. So ein bisschen. Aber die findest du dich auch? Also, so ein bisschen, ey. Noch Kunststoff, ja. Zwei Stück und Planken. Ich kümmere mich mal eben ums Trinken. Also, hast schon gemacht. Ich habe übrigens auch eine Riesenmuschel gefunden. Ja gut, jetzt müssen wir nur noch wissen, wofür die da ist. Ja. Oh, trinken. Ah. Ja, warum dauert das so lange? Oh, die Ananas ist fertig, ausgezeichnet. Ausgezeichnet! Gib mir mal eine Ananas. Ich will auch eine Ananas. Hast du Ananas? Oh, geil, was Ananas. Ananas, boah, Ananas. Oh, okay, ich bin überhaupt nicht mehr durstig. Also wirklich null. Ich habe null Durst. Ja, na los, ich will erkunden. Ja. Und hier, der Daniro, der ist hier on fire hier. Ja. Hier. Neue Insel. Muss man da erkunden. Da es so gibt und so. Willst du einfach nur die Unterwasserwelt erkunden? Ja. Warte auch. Mein Gott, wie lange dauert denn das? Warum dauert das so fucking lange? Mein Gott. So. Es ist fertig. Yes. So. Ab erkunden. Jetzt gehe ich da rein. Da hoch, beziehungsweise. Ja. Ich gehe da runter. Okay. Also irgendwie jetzt. Ich werde beschützt von diesem Haikopf. Hallo? Mein Gott, ich kann alles von hier oben sehen. Aber irgendwie ist ja nichts. Ja, lass mich dir eins sagen, Daniro, das mit dem Haikopf, das hat überhaupt keinen Effekt. Nee. Der Hai hat mich trotzdem gerade zweimal angeknuspert. Boah. Schade. So, irgendwie ist ja nichts. Sehr schnell alles abgesammelt. Ja, ich hab die ganzen Bäume schon abgeholzt. Boah. Dann gehe ich im Unterwasser. Da kommt gerade ein Hai. Auf mich? Ja, der ist dampflos. Ja, ich hab grad zugestochen, während der mich anknuspern wollte. Wo ist er? Musik. Such doch irgendwas Neues ist, langsam mal. Fuck, ich sterbe. Nein. Nein, keine Sorge. Ich hab nur wenig Energie. Aber. Pflanz mal ein paar Mangos. Geht nicht. Das ist so klein. Geht nicht. Ja, hab ich auch grad versucht. Melone. Warte mal, dann mach ich jetzt mal. Ich mach mal noch so eine
Wir waren fast auf der Insel. Ich mache jetzt mal mehrere Anbauflächen, ne? So, ja, damit wir noch mehr Pflanzen machen können. Trinken? Ich habe doch gar nichts da drin. Hast du diesen komischen Schleim gefunden? Ich glaube, ich habe den irgendwann mal, glaube ich, auf... Na, wie heißt es? Auf dem Floß gefunden. So, jetzt haben wir genügend Platz zum Züchten. Bist du unter Wasser? Ich suche gerade, ob ich irgendwie einen Ort finde zum Tauchen und so. Und jetzt alles leer. Nee. So. Das ist alles so weit entfernt hier unten. Ich habe mich nicht so weit hier runter zu gehen. Ja, stimmt, weil wir das nämlich machen, nämlich. Naja, das und je weiter wir entfernt sind, desto eher werden wir vom Hai gesnackt. Mhm. Na gut, okay. Hier auf der anderen Seite der Insel ist nichts. Nichts darunter zu tauchen, das ist völlig sinnlos. Ich finde hier irgendwie gar nichts unter Wasser. Was ist das? Ich würde mal sagen, wir gehen mal wieder zurück zum Flo. Ja. Aber lass mich erkunden. Metallerz. Ich sehe dich. Vorsicht! Ah. Oh Gott, wenn er mich jetzt noch mal angrifft, bin ich fast tot. Die Insel bringt irgendwie nicht so. Ich glaube, wir sollten verschwinden. Nee, irgendwie. Ich habe mal hier weitere Teile zum Pflanzen hingesetzt. Ah, dann gehen wir wieder. Vielleicht hast du noch irgendwie Pflanzen, die wir pflanzen können? Ich habe ein paar. Ich glaube, ich tue die Samen immer da reinpacken in die Kiste. Ja, okay. Passt auf eine große Ackerbaufläche. Passt auf eine große Ackerbaufläche. Jetzt setz die Segel! Ja, Moment mal. Und vor allen Dingen hier. Oh mein Gott, das stört mich jetzt ja. Ah, gehen wir da ran. Ich hab mal das Floß mal wieder ein bisschen vergrößert. Naja. Mach das schön quadratisch hier. Sonst drehe ich durch. Boah, sieh doch an, wie groß es mittlerweile ist, ey. Ja, ich bin ja die ganze Zeit einmal weiter in das Ding. Ja, aber ich. Hier ist Ding, was ich hier in den Netzen finde, natürlich direkt hier. Mein Gott, wie viele Dinger habe ich hier eingebaut? Ich habe da zwei Dinger hingesetzt. Das war ich gewesen. Kannst du da Kartoffeln reinpacken? Warte. Ich habe gerade keine Kartoffeln zur Hand. Nee, sind da im Lager. Oh, Kartoffeln pflanzen. So. Oh, was? Kartoffeln pflanzen? Let's go! So, ich habe hier 6 Kartoffeln eingepflanzt jetzt. Wirklich? Ja, ja. Let's go! Jetzt brauchen wir nur noch Wasser. Ganz viel Wasser. Obwohl, jetzt haben wir, obwohl. Oh, es regnet. Sehr geil. Müssen wir nicht mal gießen. Alles läuft nach Plan. Alles läuft nach Plan. Hervorragend. Ah, boah, wir sind so gut. Oder Nero, wir sind so gut. Ja, ja. Sind wir so gut. Dann gehe ich mal ein bisschen angeln. Die Sachen sammeln sich ja von alleine ein. Ich brauche wieder Ressourcen. Ja. Oh, Kartoffel und ich habe eine Dekorationskiste. Yes. Okay, das hat hier umschwanken. Komm mal ein Stück. Was wollte ich gerade sagen? Ey, das ist so fucking am Schwanken. Ey. Ich habe einen Bücherstapel. So. Ausgezeichnet. Ah, schön. Jetzt wird Fluss so schön groß ist. Vögel. Zwei Vögel. Naja. Ha!
ich glaube, ich habe ihn yes, ich habe ihn erwischt. Ist er tot? Ah, sehr gut. Ja. Oh, den nehme ich mit. Den nehme ich. Yes, ich habe Essen. Yeah. Bei mir sterben wir nicht mit einem Schlag. Ich glaube, ich habe ihn getroffen, dann ist er ausgeblutet. Wie brutal. Ich glaube, ich habe einen von Gottes schuldigsten Lebewesen getötet. Und es hat mir gefallen. Ja, oh, ein roher Bullenarsch. Ja, es hat mir gefallen. Ja. Hat es dir auch gefallen? Ja, ja. Brauchst du gerade Essen? Nö, nicht wirklich. Dann werde ich mich mal bedienen, ne? Ja. Und dann kommen drei Fässer auf uns zu. Ho. Ich finde gut, dass man die Angel einfach auswerfen kann und sich einfach trotzdem auf dem Floß bewegen kann. Hm. Boah, Alter. Alter, der ganze Loot, der hier kommt. Hm. Komm zu mir. Okay, drei Planken und ein Palmblatt. Hm, das hat's nicht wirklich gebracht. Was haben wir hier? Ein Seil, rohe Kartoffeln, ein Palmblatt, nochmal eine Planke, Schrott und ein Stein. Oh, da kommt sogar noch was Besseres auf uns zu. Was bist du drin in der wunderbaren Kiste? Da ist richtig viel Stuff drin. So, und bevor der Daniro hier noch durchdreht. Mal da, wie quadratisch diese Insel jetzt ist. Ne? Unser ja. Floß ist. Ja, was? Ja, ich hab gerade keine Planken zur Hand. Ja. Ich mache auch schon. Ich hab da jetzt ein Fass. So. Wo sieht. Ah! Der Hai! Du Stück. Du mir Stück. Nein, mein Speer ist kaputt gegangen. Holzspeer. Seil. Alter, da war viel drin gewesen. So, jetzt sieht das Ding ja sehr viel präsentabler aus. Oh mein Gott, guck mal, wie schön das jetzt hier aussieht. Ja. Also ich muss sagen, mein Bro, ich bin stolz auf uns. Bist du auch stolz auf uns? Ich bin auch stolz auf uns. Und ausgezeichnet. Jetzt erstmal hin, Schenkel. Füttern. So, jetzt packe ich noch ein paar Sammelnetze hier. Das ist eine gute Idee. In der Zwischenzeit werde ich uns trinken machen. Oh, stimmt. Trinken ist ja schon fertig. Ja, trinken sollte ich auch langsam mal. Ja, ich habe gerade alles genommen, aber keine Sorge, ich mache Neues. Komm wieder ein Stück. Ja, nee, nimm dir das Fass. Oh, unser Floß ist so fucking groß. Ich bin super. Ah, jetzt haben wir auch erstmal nichts, wovor wir Angst haben müssen. Nee. Wir sind also über Wasser sind wir jetzt relativ safe. Hey, nur unter Wasser, das müssen wir irgendwie noch hinkriegen. Wir werden so die See erobern, ey. Ja, ist nur eine Frage Zeit. Weiß nicht, was hier noch alles kommt in dem Spiel. So. Ich auch nicht. Du blödes Viech, komm. Ah, ich krieg den nicht. Stimmt bei mir nicht. Achso. Was ist denn jetzt passiert? Ernten. Oh, die Kartoffeln sind fertig, jawohl. Oh, was? Kartoffeln? Yes! Dann mal wieder einpflanzen. Wir kriegen zwei Kartoffeln. Das heißt, boah, ich habe 14 davon. Alter, ich habe so viele Kartoffeln. So, oh Gott, ich brauche was zu trinken. Zu trinken. Ja. Mach den mal. Ich mach direkt einen neuen Wasser. Schlafen gehen. Ja, Moment. So. Ein paar Fische hier noch. Hast du noch Durst? Nee.
Ich auch gerade nicht. Also durstmäßig ist bei mir voll. Hunger bin ich auch bei 3/4. Ah, das war's. Das ist mit. Stuck hier durch. Okay, okay. Wo sind unsere Betten? Oh mein Gott, wo sind unsere Betten? Da sind unsere Betten. Vogel, schön Vogel. Vogel! Ich krieg den nicht rechtzeitig. Ah. Ach, die Dinger müssen wir auch gießen. Oh. Ah, ich muss essen. Ich bin noch vorne. So, gib mir den Fisch. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass wir einfach so in deine Richtung vom Ozean treiben, ohne dass wir wissen, wohin? Ja, ja. Denn wir lassen einfach alles spontan auf uns kommen. Das ist irgendwie verrückt. War ich doch schon irgendwo kommen wir schon hin. Ja, ne? War schon wieder direkt da gelandet. Boah, ich habe jetzt aber Hunger, ey. Na, ich brauche Blätter, Aber da sind ja noch mehr als genug. Brauchst du Essen oder brauchst du eher Wasser? Eher Wasser. Gut, ich brauche eher Essen. Dann nehme ich mir die beiden Fische und dann werde ich gleich nachher noch ein paar Kartoffeln da hinsetzen. Hier sind ja auch noch Blätter. So. So, zwei weitere Sammelnetze. Hey, boah. Blöd ist, ich muss immer ein so ein Ding hier abreißen dafür. Weil ich halt nicht genau an die Ecke da eben packen will, weil sonst kommt der Hai und macht das einfach kaputt. Deswegen tue ich das immer hier so. So in der Mitte platzieren, ne? Ja. Also ich muss immer ein so ein Ding hier abreißen, leider. Aber ich krieg so die Dinger zurück. Perfekt. Ist ja noch besser. Also, das ist super. Boah, sind drei Gegenstände drin. Eine Planke und zweimal Kunststoff. Weil das eigentlich, wenn wir hier in der ganzen Reihe diese Netze platzieren, dann tun wir von allen Seiten hier was einsammeln die ganze Zeit. Ja. Ich tue jetzt ja an den ganzen Ecken überall was hinpacken. Let's go. Warte mal, Sammelnetze, wo war aber? Ah, da Sammelnetz. Oh, ein Abfalleimer. Wirf deinen Abfall hier hinein statt in den Ozean, okay? Hey, ja. Das ist ein, das kann man. Ich brauche unbedingt Nägel und ich brauche Seile. Moment, ich mach mir noch ein bisschen was. Nägel kannst du ja herstellen mit Schrott, ne? Ja, ich weiß. Ich mach mir jetzt auch gerade ganz viele Nägel. Und auch ganz viele Seile. Schrott haben wir jetzt mehr als genug, ey. Warte, wir brauchen noch mehr Sammelnetze. Ja, ja. Ich hab noch eins gemacht, ich kann dir noch eins geben. Ja. Hey, oh Gott, das Spiel fängt glaube ich so richtig so ein bisschen an zu laggen. Ja, okay. Bei mir nicht gerade. Warte, bleib mal stehen! Nein, warte, hier. Da, hast du ein Sammelnetz, nimm's mit. Das ist Vogel, ich höre ein Vogel. Ich meine, ich an den anschleichen vielleicht? Ich glaube ja. Nein. Oder du musst schnell sein. So, ich die ganze. So. Nochmal zwei Sammelnetze. Verteilen wir jetzt über das ganze Ding hier. Und ich habe eine Kiste gefunden. Wo packe ich das denn hin? Oder nicht? Oder jetzt hier ist so viel Stuff drin. Einer mit. Sehr geil. Wir sind so übelst gut ausgerüstet. Ja. So. Warte. Ja, geh du mal. Hab ich ihn erwischt? Nee, das ist weggefahren. Schade. Ich glaube, ich weiß, wie wir normalerweise diese mit dem Bogen drauf schießen. Ja, ja. Nimm schau an.
Oh, ich sehe, seht ihr was? Da ist eine Insel! Wow. What? Da! Wow. What the? Da! Voll. Da! Da! Ja, da! Reicht doch, da! Na! Das wollte ich gerade haben! Oh! Na warte! Dich piesack ich! Komm her, du! Nee, was? Pieks! Aua! Ups, hier. Da bin ich. Hier, Pieks! Auf zu die Insel da hinten. Mein Gott, guck mal, wie groß die ist. Auf geht's! Das wird unser Ziel sein für den Pfad. Das ist unser Ziel. Ja. Oh Gott, ich hab Durst. Nein, nicht planken. Okay, ich habe jetzt auch Durst. Ne? Ich habe Durst. Da gibt's nicht einfach. Ja, aber kein Bock auf der Wasser. Cool, wie groß das ist, ey. Ja! Boah, ich hab voll Durst, ey. Ich hab nur noch ein Viertel an Trinken. So. Komm schon, werd fertig! Komm schon! Komm schon! Ja! Sind wir mal ein paar Kartoffeln hier, ne? Ja, mach mich. Ich mache hier ein neues Wasserfeld. Ich glaube, du hast auch noch Durst, ne? Oh, eigentlich nicht. Aber kannst du auch mal machen. Keine Schade. Ja, hab ich über. Oh mein Gott, sieh die sehen! Ja. Anker, ich brauche Anker. Wo ist ein Anker? Mach einen Anker. Mach mal Anker. Ich brauche Seile. 1, 2, 3, perfekt. Da. Ah, wir brauchen noch frisches Wasser für unsere letzte Platte hier. Na! Ah! Du Miststück! Komm her! So. Was ist das, eine Ziege? Was? Ziege? Was? Euer Stück. Ah, oh, der Vogel ging da fest, sehr gut. Yeah. Large Landmass Ahoy, discover a large island. So, irgendwie ist der bei mir am Lenken. Aber egal. Oh Gott, das Spiel fängt gerade ein bisschen an zu lenken, ey. So, hier geblieben. Alter, der Hai schwimmt einfach da durch. Hast du die Insel fixiert? Also das Floß? Ja. Ich komm gleich. Bei mir ist irgendwie so eine Möwe am Glitschen. Das habe ich auch gesehen. Hey, boah, oh Gott, das Spiel fängt gerade ein bisschen an zu ruckeln. So. Das will ich, eine Ziege! Dann mach die fertig. Ey, versuch's! Wo ist sie? Wo ist sie? Ich sehe sie nicht. Wo ist sie denn? Ich komm gleich. Ich tue noch ein paar Sachen einpacken und so. Rote Beeren? Nicht mit. Ja, du weißt mit, was du findest. Hm. Bringt ja gar nichts. Und da ist noch ein Fass. Geh weg von unserer Vogelscheuche, egal. Ich komme. Euer Schrott direkt in der Nähe. Aber da unten ist nichts. Ich will diese Insel hinauf. Ich will da hinauf. Da will ich hinauf. Da ist eine Ziege. Ah, oh mein Gott! Das ist Ziege! Haben wir mal getroffen. Oder ein Steinbock, keine Ahnung. Irgendwas. Irgendeins von Gottes wunderschönen Kreaturen. Wir müssen sie töten! Was zum war das? Ich habe irgendwas Großes da gehört. Da ist sie! Was hat er, ein Adler? Keine Ahnung. Das sind Baumstämme. Alter. Okay, können wir uns holen. Dieser fucking Steinbock, der ist so schnell. Warte. Der kommt immer wieder hier hoch. Also, den kriegen wir schon. Lock den hier hin. Da kommt er wieder. Da kommt er wieder angesprungen. Na,
Nein. Boah, Alter, das Spiel leckt gerade übel. Es ruckelt gerade bei mir. Was hat Fisch? Ich krieg das nicht! Boah. Oh, du hast getroffen, es blutet! Ja, ich habe schon ein paar Mal getroffen. Boah, ich komm mal mit, ich hab das Fisch. Komm schon! Ich guck mal, was der noch ist. Oh, hier sind Baumstämme. Hey, hilf mir, das Vieh zu erledigen. Was war das? Ich höre irgendwas Großes hier. Sie sind ja Drachen oder was? Das ist irgendwann am Fliegen. Also, weil das ist irgendwas Großes am Fliegen, so ein Vogel. Oh, war das ein Schwein? Oh mein Gott, warte. Ja, ich hab's getroffen, aber mein Speer ist kaputt. Ist oh mein Gott. Ich habe ja was viel Schlimmeres. Ja, hier ist ein Warzenschwein oder irgendwie so was. Was? Warzenschwein? Er voll auf mich zustürmt die ganze Zeit, ja. What? Und ich hab gerade meinen Speer weggeworfen. Jetzt finde ich ihn nicht mehr. So, fuck! Aua. Oh Gott, der ist voll am... Mach, dass du da wegkommst! Ich hoffe, der macht mich fertig hier gleich, wenn er so weit geht. Alter, komm da weg! Komm wieder zurück aufs Floß! Vor allen Dingen, was ist. Über mir ist ein großer Vogel. Aua! Hier ist eine Höhle, irgendwie sowas, keine Ahnung. Was? Da sind so viele Sachen. Der Warzenschwein trifft mich irgendwie die ganze Zeit nicht. Also ich gehe rein. Was ist das? Ist der sicher? Weiß ich nicht. Ist eine Unterwasserhöhle. Ich weiß, was hier die ganze Zeit rumfliegt. Das ist ein Geier! Das ist ein fucking Geier, der hat mich gerade angegriffen. Ich glaube, er hat gerade einen Steinbock gefressen. Ja. Was? Danilo, wo steckst du? Ja, ich komme ja schon. Ich werde mich auf die Suche machen. Ich werde dich nicht zurücklassen. Du brauchst eine Schaufel hierfür. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe nur die Hälfte meiner AP. Ah. 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 Ich kann da oben hin. Alter, hier fliegen riesige Geier durch die Gegend. Die müssen auch irgendwas bewachen. Ja, irgendwas müssen die bewachen. Danilo, ich hab dich gefunden. Ja. I found you. I found you, my brother! Oh, Melonen. Boah, geil. Ich brauche hier gerade alles Mögliche. Was am Sterben. Nein, ich habe keinen Platz mehr. Ich geh mal ein, wo der Geier ist. Da muss doch irgendwas sein. Hat der beschützt oder so, ne? Der muss doch was bewachen. Das Warzenschwein ist ehrlich gesagt auch nicht so gefährlich. Das ist die ganze Zeit nur am Chargen und verfehlt mich die ganze Zeit. Toll. So, den Baum kann ich nicht kaputt machen. Ich guck mal, was da oben ist, so. Wo der Geier ist. Aber hier ist so dunkel gerade. Es ist so fucking dunkel. Ich kann ihn nicht hören. Es ist dunkel hier. Palmblatt. Mango. So, Mangos habe ich hier genug. Blumen, was soll ich mit Blumen? Langsam wird ja dunkel, ich sehe nichts. Ich sehe auch nichts mehr. Wollen wir nicht erstmal zum Floß zurückkehren und erstmal rechargen? Oder nicht? Na, Kurz um Stern bin ich eigentlich nicht. Ah, Hilfe, da kommt ein Warzenschwein. Ich sehe. Oh mein Gott. So, ich bin jetzt ganz oben, ja. Aber irgendwie ist er nicht. Komm schon, irgendwas muss doch hier sein. Was ist das hier? Blumen? Was soll ich mit Blumen? Was ist das? Ist das ein Floß? Kann doch gar nicht sein. Was ist das hier?
Rote Bären, rote Bären, das ist eine Kiste. Kiste, oh, da war eine Menge Zeugs drin. Ah, fuck, ich bin gleich tot. Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Hilfe. Ja, ich komme wieder runter. Na, meine Axt ist kaputt. Super. Oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, was ich alles aufgesammelt habe. Nein, ich bin tot. Nein, wo bist du? Ich bin unten auf der Insel, aber dieses blöde Warzenschwein hat mich getötet. Also, ich hab dich. Ziel kann man neu erledigen. Gott, der hat mich bis da hinten verfolgt. Okay, keine Angst, Alter, wir sind schon wieder fast. Ja, direkt hinlegen. Halt. Was ist passiert? Danilo, was ist passiert? Weiß nicht. Aber Warzenschwein und Geier. Und Ziegen? Ja. So, dann habe ich alles eingesammelt. Nur keine Ahnung. Rote Beeren. Ja, ich auch. Ah, sie sind sehr rot, aber trotzdem nicht giftig. Ich weiß mal noch, aus den letzten Palmblättern, die ich habe, mache ich noch mehr Seile. Ich habe so fucking viele Seile jetzt gerade. So. Die Samen können wir alle da reinpacken. Beeren. Da ist noch Schrott. Seile tue ich mal hier hin, damit ich ein bisschen mehr Platz im Inventar habe. Ja, ich glaube, hier können wir erstmal ein bisschen chillen auf diese Insel, ne, bis wir hier alles erledigt haben. Ja, aber wie unser Abenteuer weitergeht. Das erwarten wir erst in 18 Minuten. Oh, doch, erst in 18 Minuten haben wir noch so viel Zeit. Ich tue schon darauf achten, keine Sorge. Vogel, wo ist er? Nein! Geh weg! Boah. Gott. Oh Gott, das Spiel, es ruckelt gerade bei mir. Ja, bei mir nicht. Also ich hab gerade auf jeden Fall Slowdown. Weil allein von der Tatsache war, weil hier echt viel los ist auf dem Bildschirm. So. Hier ist direkt unter Wasser. Unter uns ist direkt Zeugs. So, ich habe so viel. Ich habe Kokosnüsse, ich habe Mangos, ich habe alles Mögliche gefunden. Ja, Mangos habe ich auch gefunden und alles. Aber ich muss jetzt erstmal was trinken und ich muss was essen. Ich glaube, ich verhungere gleich. Lösch den Durst und lindert den Hunger. Ja, dann. Versuch mal die Ziege zu erledigen. Die wird ja wohl auch bald tot sein, nehme ich an, ne? Ja, ich bleib erstmal hier und esse erstmal was. Ich muss auch was essen. So, wow! Ah, wow! Was war das? Der ist direkt hier rüber geflogen. Ich hab die Möwe erwischt, aber die ist weg. Stimmt, war einfach nicht. Weg. War das gerade der Geier gewesen? Ja, der ist gerade über uns geflogen. Soll er mal lassen. Den machen wir sonst fertig. So, Palmsamen. Ich habe ja auch noch, ich habe hier jede Menge Palmsamen, aber damit können wir noch nichts anfangen. Da, übrigens, deine Rüben sind fertig. Oh Gott, willst du mich hoffen? Wollte schon sagen, wenn er jetzt hier direkt wieder am Snack ist. Nachdem ich da was hingebaut habe. Ich habe gerade was da hingebaut. Ich dachte, er knabbert da schon direkt dran. Okay. So viele Kartoffeln. Ich hab noch 12 Kartoffeln, ey. So, Axt brauche ich. Na, Steine haben wir doch, ne? Steine haben wir genug. Aua! Sag, wer war das? Das war der Geier gewesen. Der die ganze Zeit rumfliegt. Ja, aber der kann unsere Sachen nicht kaputt machen. Na, der kann unsere Sachen nicht kaputt machen, aber die greift uns einfach an. Mein Gott, wie unhöflich. Dann, ich bin gleich tot. Ja.
Ich habe nur noch ein Viertel, beziehungsweise ein Viertel. Was heißt, ich habe nur noch ein Achtel an Energie. Dann erst genug, dann bist du wieder geheilt. Ja, ich weiß. Will er irgendwie so Steine auf uns werfen? Na, ich glaube, der Geier greift uns einfach an mit Krallen. Na, warte du. So, jetzt wollte ich mir mal. Wo sind die Steine hier alle? Da sind die Steine. Also Stein. Ich bin tot! Da. Dieser verfickte Geier, ey! Okay. Ich versuche mal, ob ich die Ziege erledigen kann. Na, wir sollten uns nicht auf die Ziege konzentrieren, wir sollten uns eher auf den Geier konzentrieren. Ja, aber wie wird's denn erreichen? Ich glaube, da ist ein Steinbock. Einmal getroffen. Wie viel hält denn der noch aus, ey? Na, komm her, du Stück. Das mache ich mal Schmerz. Ja, Vorsicht, da der Geier kommt runter. Da muss erst mal da hochklettern, ne? Da. Was ist denn mit der Hitbox von diesen Dingen? Doch, ich glaube, der Geier droppt irgendwas bei uns. Ja, ja, ich sehe irgendwie so Feldbrocken oder so. Das kann sein. So, wie viel hältst du eigentlich aus, ey? Hast du dich auch geheilt oder was, du Stück? Ich schon so auf das Ding. Ich guck mal, was hier unter Wasser ist. Boah! Unter Wasser ist es sicher, da ist nur ein Hai. Kohlköpfe. Sieht aus wie Kohlköpfe hier am Boden. Kohlköpfe. So, der Ton. Wir machen mal was Neues hier wieder. Irgendwas Neues, komm. Stein. Aber ganz neue Sachen bauen wir mal wieder hier. Sand. Ich kann aber die. Oh fuck! Ich kann aber die Bäume abholzen. Dieser verfluchte Geier, ey! Der Basenschwein ist ehrlich gesagt voll chillig. Das hat mich vorhin getötet. Also so chillig fand ich es nicht. Ja, ich finde da irgendwie. Immer okay. Aber blöd. Blöder Geier. So. Scheißdrecksmöwe, ey. Ich habe nur ganz oben eine Kiste gefunden, die ich geplündert hatte. Aber mehr gibt's irgendwie nicht. Glaube ich. Was ist das denn hier? Da ist noch Schrott im Boden. Oh Gott, es wird neblig. Was ist das denn? Ist das ja ein Shop? Was? Kann ich ja mal Kiste aufnehmen. Schlecht, ich im Anfang. Aber. Wo ist das Ding? Oh, ich habe so einen Schleim gefunden. Sehr gut. Ja, ich bin gerade sicher, hier ist irgendwie so eine Kiste, auf die ich drauf bin. Da erreicht mich das Ding nicht. Also, Warzenschwein. Hier ist so eine kleine Hütte hier mit so Satelliten und so was alles. Nimm das mit! Ja, aber da ist ja, mitnehmen. Ich kann ja nichts machen. Ist das hier ein Shop oder was? Ich versuche mal zu dir zu kommen. Was ist das hier? Öffnen? Was ist das hier? Müllwürfel? Handelsmünzen? Was? Verkaufen? Das ist ein Handelsposten hier. Aber da können wir nichts machen. Kannst du Rezepte kaufen, Kunststoff? Du musst Sachen verkaufen, hier so Fische und so. Aber nicht so Sachen, was wir gefunden haben. Rotfeuerfisch, Regenbogen immer, Haifresser. Ich bin da links gegangen übrigens. Hm? Am Strand aus bin ich nach links gegangen. Okay. Von den ganzen Wäldern und so. Den Bäumen. Ich weiß nicht, wo das Ding ist. Das war es, ein Schwein, ist schon lange weg hier.
Ist er da? Oh, ich dachte, nee, ich sehe es da noch. Aber bei mir ist er aber nicht. Ich hol's ja alles noch ab. Was ist das hier für eine Hütte, ey? Ist das die Hütte? Ja, da war so eine Hütte mit so Satelliten, ne? Ja, öffnen. Ah. Und ich da war, weiß nicht. Jemand das so pennt. Jemand das so Endgame irgendwie so. I don't know. Bro? Where are you? I can't see you. Ah, hey! Oh mein Gott, wir haben uns wiedergefunden. Ist das nicht schön? Ja. Ich weiß nicht, was wir ja noch machen können. Wir können irgendwann ausbuddeln, ja. Aber da brauchst du eine Schaufel für. Ja, ich wollte gerade sagen, wir wissen gar nicht, wie man eine Schaufel macht. Ja, ja. Das ist das Warzenschwein! Ja, ich habe mich verirrt. Ich sehe gerade meine Dings ist gerade weg, mein Holzlanze, mein Holzschwert. Wow. Ha, du kommst nicht ins Wasser. Warte, ich habe einen Holzschwert. Da kommst du nicht hin. Du scheiß Warzenschwein. Stich. Wow. Aber ja, ob der mit einem normalen Holzspeer kaputt geht, nimm das Pumba. Ja. Ich meine, die blöde Tiger. Ich meine, die blöde Tiger hat schon so viel ausgehalten, ne? Ja, wir brauchen unbedingt bessere Waffen. Oh Gott. Oh Gott, ich kann nicht mehr schneller. Nein. Ich gehe ins Wasser. Da, ich bin tot. Nee. Nee. Bitte sei nicht tot. Wo bist du? Ich sehe ihn nicht. Wo bist du? Ich bin ja in der Nähe. Ja, aber ich kann mich nicht schnell bewegen, weil ich vom Hungern bin. Komm zum Floß, Alter. Ja. Die Ziege, die könnten wir vielleicht noch versuchen. Nein, lass die Ziege jetzt erstmal Ziege sein. Erstmal muss. Du darfst nicht sterben. Aber ich bin tot. Wo bist du? Ich bin in der Nähe. Ich bin in der Nähe vom Floß. Aber das Ding ist auch jetzt, glaube ich, da. Welches? Das Warzenschwein? Ja, nee, ich glaube, die Ziege ist da, glaube ich. Aber Warzenschwein hat mich da in der Nähe gekillt, also. Wissen du, ich sehe ihn nirgendwo. Ich sehe ihn nirgendwo. Ich bin da im Wasser, wo die Bambus-Sachen sind. Oh, pass auf. Ich halt. Nur die Perspektive. Ich. Aber ich sehe noch alles. Rette dich! Ich sehe noch alles. Rette dich! Hi. Ich lasse dich doch nicht einfach so sterben! Kann das so. So merkwürdig aus der Perspektive. Oh. Doch keine Bibeltaste zum Aufwachen. Wow. Ja, jetzt bin ich ja wieder fast voll in Sachen Hunger und Durst. Also Durst habe ich jetzt noch die Hälfte, aber ich würde einfach mal sagen. Ich habe diesen Schleim. Diesem Schleim wirst du jetzt die Welt erobern. Ne? Na verdammt, ich dachte, da kann man sich eine Flasche draus machen, aber braucht man 4 Stück. Für den Bogen braucht man 2. Boah. Warum brauchen wir so viel davon? Nicht anfassen. Dann kann es gar nicht passieren. Ich glaube, wir sollten einfach mal schlafen. Ja, schon wieder. Ich war doch gerade. Ich meine, damit wir was für ein schöner Morgen. Und so ein Stein ins Gesicht. Ja. Ja, geschlafen. So. Ich lieg schon. Ah, was für ein wunderschöner. Okay, so ein Felsbrocken auf uns, aber da immer da ist. Oh mein Gott, da kommt schon direkt der Vogel und er ist tot. Ah, aber
Yes, sir. Feder, Feder, Feder. Ah. Da wird er direkt gegrillt. So, irgendwie kommen wir ja nicht voran. Ich glaube, wir sollten hier weggehen. Ja, ja, wir sollten eher. Ja. Leg den Anker ab und lassen sie. Ja. Und das ist dann auch die Gelegenheit, den Part zu beenden, ne? Naja. Ich tu noch mal hier. Hey, setz die Segel! Während ich hier wieder baue. Meine. Der Hai hat hier schon wieder zwei unserer Sachen gefuttert, ey. Immer nur die Ecken auch noch. Ja. Weil er ja sonst nirgendwo hinkommt. Ich setz die Segel! Okay, ich hab vielleicht erstmal ein Netz bauen sollen, bevor ich das rausgenommen habe. Wir haben mehr als genug. Oder auch nicht. Ja. So, sowas. Ja, ich will hier ehrlich gesagt von der Insel weg, aber. Ja, was ist jetzt? In die andere Richtung. Ah. Wow. Na, tatsächlich. Tatsächlich, der lässt Steine fallen. Ah ja, ich sagte. Wie unnötig. So ein paar Blätter. Kann ich noch hier so ein Netz bauen? Ich habe jetzt hier nämlich so ein Loch in unserem Fluss gemacht. Ah! Du Mistvieh! Warum denn immer noch auf dich? Ich habe ihn noch gar nichts getan. Wir bewegen uns nicht vorwärts. Ach, machen wir schon. Bring uns bloß hier weg! Die Musik ist voll friedlich jetzt. Wir werden sterben. Ah! Ah! Ah. Wobei. Ah, da kommt schon der Hai. Jetzt, okay, jetzt haben wir auf jeden Fall noch ein Meckig, wovor wir uns fürchten müssen. Ja. Nicht nur Haie, sondern auch noch Geier und Warzenschweine. Ja. Und vielleicht Ziegen, weil die irgendwie nicht sterben. Na, Vorsicht! Ah. Hat er dich getroffen? Ich glaube ja. Die dumme Sau! Kann ich deine Hähnchenschenkel haben? Also nehmen, ja. Danke. Hühnerkeule. Hühnerkeulchen. Ja gut, komm, setz die Seehegel weg von der Insel. Bin doch schon dabei. Das geht irgendwie nicht vor. Das geht schon vorwärts, mein Gott. Aber nicht so irgendwie schnell. Nicht so sehr. Ja, es ist. Ah, Vorsicht, Geier! Wir sind doch schon weg, Mann. Ja, ja, wir gehen doch schon. Oh Gott, damn it, ey. Nein, eine unserer Vogelscheuchen ist gefallen, sehe ich gerade. Nein. Ich habe aber nicht durch den Geier hier gerade. Ne, ich glaube, das haben die Möwen wahrscheinlich kaputt gemacht. Palmsamenfalls mehr geworfen. Ja, das war unser Ausflug auf die Rieseninsel. Ja. Mehr haben wir leider nicht erreicht. Ja. Wir haben jetzt herausgefunden, dass es noch andere Tiere gibt, die uns töten wollen. Nicht nur Haie, sondern auch noch Geier. In dem weiten Meer, ja. Ja. Aber hey, wir sind jetzt eigentlich weg von der Insel. Das ist gut. Und dann würde ich mal sagen, dann sehen wir uns in den nächsten Folgen. Wieder. Ja, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.